Und herzlich willkommen zurück zu Justin Wack and the Big Time Hack. Ja, ich stehe immer noch so ein bisschen dumm hier in der Zukunft rum. Ich muss noch mal schauen. Wir wollten eigentlich eine Tasse heißen Kamillentee machen. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern, weil, wie gesagt, ich denke, wir stehen da wirklich kurz davor, das hinzukriegen. Und ich denke, dass es auch irgendeine Möglichkeit geben muss, dass den Dojo... Dodo, nicht Dojo, auszuschalten. Katzenfell, naja, können wir uns eventuell später drum kümmern. Ich bin mir nicht sicher. Ist aber alles in der Vergangenheit. Also reisen wir jetzt nochmal... Ne, Moment, mit dem Kaninchen, glaube ich. Ja, ist okay. Dann nehmen wir die Maus. So. So, die Frage ist jetzt nur, was können wir jetzt hier machen? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hier haben wir ja alles schon. That's one big mouth. Naja. Hier haben wir im Endeffekt alles schon angeguckt. A certificate for passing the Intimidating Hunting Cabin Decoration Course 101, made out to the illustrious M.D. Abraxas. I guess M.D. stands for Medicine Dino. Ja, das kennen wir ja schon. It reads, first prize in the category for best rabbit mating call goes to Abraxas the Illustrious for rub rubber hub hub, rub rubber hub hub. Das Problem ist halt, es muss doch irgendwas mit diesen Bären hier zu tun haben. Yep, he's a big one. Ja, er ist ein großer. Hmm. It's a framed news article telling the story of old Rory Gallagher, a huge bear that used to terrorize dinos, kayfolk and dodos with its crazy loud roaring. Old Rory must have had the greatest pair of lungs in history, says M.D. Abraxas. The hunter that managed to overpower the beast while on his lunch break. Das größte Paar Lungen. Können wir dem irgendwie seine Lungen rausholen? I wonder if those big lungs in there are still intact. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt, wenn wir da. Nah. Bambusstecken. Doesn't seem to work. Okay. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Können wir da jetzt das Muschelhorn dran machen? Fits perfectly. Ja. That's quite a contraption. Aber wie? Also theoretischerweise müsste ja, er muss Luft holen. Und diese auspusten. Das Einzige, was wir jetzt hier haben bezüglich Luft, wäre der Blasebalg oder der Bambusstecken. Nehme ich auf Justin? Na. Wo war der Blasebalg jetzt? Oder muss ich das als Schlauch einführen? Let's try something else. Doesn't seem to work. Okay. Nachbarn lassen mal wieder mitten in der Nacht die Rollern runter. Ich weiß nicht, ob ihr das hört auf der Aufnahme. Okay, so I might have overdone the inflation part a little. Okay. Genau, spring mal drauf. Okay. Okay, that was crazy loud. Das war wirklich verrückt laut. Aber das Problem ist, dass das Vieh jetzt... nee, Moment, das war gar nicht hier, ne? Doch, Moment, das war... Oh Gott, jetzt bin ich hier total durcheinander. Moment, war hier jetzt der Park? Nee, hier wird doch der Park quasi... Dann war es doch hier ganz rechts.
Das Problem bei der ganzen Sache ist, der hat jetzt den Kopf in das Loch reingetan. Können wir irgendwas machen? Den vielleicht festkleben in dem Loch? Vielleicht das mit dem Klebeband? Oder hier haben wir auch etwas klebrige Handschuhe. Na. Der Felsen passt da wahrscheinlich. Okay, the hole is now filled with a big rock. Okay. Ich dachte jetzt eher so an Harz oder so, ne, dass wir das Viech festkleben, dass der mit dem Kopf hier drin bleibt. Wenn wir das Ding direkt ausnocken sollen und können, dann probieren wir das natürlich auch gerne. Moment, wie habe ich das jetzt eben nochmal gemacht? Ich habe das Ding hier benutzt, ne? Aber da soll mal einer drauf kommen, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Klar, man soll immer alles am besten da reinziehen, ne, so wie ich das jetzt gemacht habe, und ausprobieren. Aber ich finde es heftig. Autsch, der Arme. Ich würde sagen, das ist ein kompletter Knockout. Justin gegen Dojo. Okay, 1-0. that was crazy loud. Okay. Ja. Ich meine aber immer noch, dass wir wahrscheinlich irgendwann dieses Harz gebrauchen müssen. Jetzt müssen wir erstmal schnell ein Ei klauen. Yoink. Schwupps, das haben wir schon mal. Können wir jetzt auch in den Berg rein? Oh, Hallöchen. It's pointing towards that meteor. Ah, kann ich das ein bisschen verstellen vielleicht? I say, is that a meteor you're studying? A talking cavy? Amos is not impressed. And no, it's not a meteor, it's an asteroid, obviously. Oh, I'll try to remember that. Any reason we should be worried? Define we. Keep your nappy on, cavy. All dinosaurs should be safe here upon the mountain. As for you cave folk, though. Yes? Well, let's just say it's heading directly for Cave Folk Valley. Ay, caramba! If you're referring to the feast afterwards, I agree. Ay, caramba! Plenty of cave folk for everyone. Oh, wait, maybe I shouldn't have said that. Ja, vielleicht hättest du das nicht I machen sollen. say. I'm busy, Kavi. Let's try something else. Dachte, vielleicht können wir den jetzt irgendwie. Oh, Moment. Na. Nicht? Da ist der Eingang zum Berg. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hi again. Want to help Ach, out, huh? der ist That's das. cute, but I'm afraid it's a little out of your capacity. On account of your noggin being so small and all. Okay, können wir mit dem reden? Hi again, Osric. No thanks, I've just eaten. Oh, Bitte was? hi there. Good to see you again. And I mean that in a non-appetizing way, of course. Yeah, I get it. Ist das eigentlich die gleiche Synchronstimme wie dieser CP, keine Ahnung, was da, dieser Roboter? Da kann ich aber nur mit reden. Meckert der, wenn ich das Ding mitnehme? Nee, noch nicht. Ha, a tree shaped like a slingshot. Are you thinking about making an actual slingshot out of this tree? Nein. If so, I think these intestines are too slinky to do the trick. Nehmen wir dicke. Interesting. Okay, Frage ist jetzt, wir haben natürlich jetzt keinen Stein. Wobei, naja, ein Stein, also ich denke mal, dass wir die Meteoriten irgendwie abschießen sollen oder so. Oder soll ich mich damit? Doesn't seem to work. Nee.
Ich dachte schon, ich muss mich jetzt hier selber. Wow. Looks like a fully functional slingshot. I'm gonna put that spacesuit on. Just in case this thing actually works. Ach du Scheiße. Hatte ich doch nicht so unrecht. Nein! Fuck! Game over. Ist Justin gerade in den Weltraum gestartet, ohne dass er zurückkehren kann? Ja, das war bei Zack McCracken auch so. Versuchen wir das nochmal. Muss ich das Ding dann vielleicht noch daran? I think that's enough intestines for one tree, to be honest. Dann daran? Looks almost like a bungee cord and a safety harness. Die Frage ist jetzt, let's try something else. Macht er das automatisch, wenn ich das hier versuche? Wir probieren das nochmal. Ah, er macht selber fest, okay. Bungee Jumping. Wie geil. Nein. Ich hätte Not fast the most den Mars pleasant landing. But at least my glasses are still intact. Das ist doch die Hauptsache. If my finger were just a little longer, I would have actually touched that asteroid. Ein bisschen Let's not länger. Combine those. Bambus stecken? Let's not combine those. Wieso hat er dann nicht einfach... Das. Da ist aber sonst nichts mehr hier in der Ecke, ne? Etwas klebrige Handschuhe. I don't think they go together. Ah, jetzt sind wir der Lösung so nah, dass wir das Ganze. Also ich probiere es jetzt noch einmal, ob sich da dann irgendwas ändert. Ansonsten machen wir erstmal die Sache mit dem Ei. Vielleicht müssen sich die Gedärme ja irgendwie erstmal ein bisschen weiten oder so. Nee. If my finger were just a little longer... I would have actually touched that asteroid. Okay. Looks to be intact. Ja. Das ist schön, dass der intakt ist. Ich habe nur gehofft, dass da eventuell was von diesem Staub drauf ist. Da können wir wieder runter. Also da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal mit beschäftigen. Ich nehme mal an, dass man da diesen Weltraumstaub bekommt. Oder... dass man den Kurs da ein bisschen ändern kann. Eins von beiden wird, denke ich mal, auf jeden Fall... sein. Hier wollte ich noch mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Das haben wir alles. Hey, get away from that door. No kiddies allowed. Sorry, just checking that everything looks safe. Aber wofür brauche ich jetzt einen Schraubenschlüssel? Nein! Ach, ich wollte nicht rausgehen. More stuff. Wieso mehr? Du hast den anderen doch noch gar nicht erwähnt. Just more shelf stuff. I bet it could be used for grinding stuff. Zum Malen von Sachen. Der hat doch irgendwas gemeckert wegen der Kamille, oder? Okay, some ground chamomile coming. Nein. Right up. Ernsthaft jetzt? Warum habe ich da eigentlich nicht dran gedacht? Gerade ich habe ja Mörser und Stößel, habe ich ja auch alles hier. Ich kann ja auch theoretisch Medizin machen und alles mit den ganzen Vorräten. Ah, jetzt sag mal bitte nicht, dass das jetzt so einfach ist. Et voilà! A pot of boiling hot chamomile tea. Dein Ernst, Justin. Dein Ernst. Jetzt haben wir aber die Dings nicht mehr, ne? Die Tasse.
One chamomile tea coming right up. Sieht komplett nicht anders aus, aber ist jetzt Kamillentee drin. Das ist schon mal gut. A mug of hot chamomile tea. Ah, oh, dein Ernst. Okay. Ja, finde einen Weg, die Dinos loszuwerden. Theoretischerweise müsste ich den dann so, ja, ändern vom Kurs her, dass der irgendwie auf die Dinos drauf knallt. Etwas Katzenfell. Das müssen wir, wenn, dann überhaupt mit dem Klot machen. Das hier nervt mich jetzt mit dem Weltraumstaub. Was heißt, wenn mein Finger etwas länger wäre? Ich meine, ne? Also, ich denke auch mal, dass wir im Moment zumindest mit dem Schraubenschlüssel nicht viel machen können. Die Frage ist, können wir den eventuell in der Zukunft benutzen? Das Einzige, wo wir jetzt so nicht reinkommen, ist dieses unterirdische Labor. Da könnte man vielleicht mal gucken. Ach so, wir müssen das Ei ja noch. Können wir das hier reinmachen? Ja, ne? Sure. How long would you like me to boil this egg for? Bis das weich ist, bitte. Ich weiß nicht. 3 Minuten ist. Ist 3 Minuten weich? Also, es ist das Kleinste, ne? Aber ist 3 Minuten nicht normalerweise mittel oder so? Ich bin mir nicht sicher. Geduldiges Warten später. That should do it. Und? One boiled dodo egg. Ja, eingekochtes. Was für gekochtes? Weich gekochtes oder? Ich hoffe. Okay, machen wir erstmal mit Claude weiter. Enjoy your egg, sir. Finally. Yeah, very nice. Oh. But the shell is very hard. Could you maybe help by taking the top off for me? If you've got something sharp, maybe. Oh, I'll see what I can do. Etwas Scharfes. Also theoretisch könnte ich die Schere nehmen. I'm afraid that would definitely break the scissors. Theoretisch könnte ich aber auch den Dings nehmen hier. Ein Schraubenschlüssel. Nah, I'd better keep it. Echt jetzt? Keine Ahnung. One broken into egg coming right up. Phew, that was one thick shell. Okay. Okay. Oi, this is one exotic looking egg. A bit undercooked though. Almost as if they didn't take the size into account. Soll ich jetzt neues machen? Ein exotisches Ei später. Okay, I don't know where you got that thing. But that egg was delicious. I've never tasted anything quite like it, to be honest. I'm a bit surprised about the salt, though. Or should I say, lack thereof? It just seems like a bit of an oversight, you know? Echt jetzt? I mean, my name is Salty. I got fired for supposedly oversalting the food. Not to mention, I'm drinking salt water out of a can here. Well, it honestly never occurred to me. Is that so? Interesting. Anyway, I've finished my can of Le Chef's salt water. Ah, don't mind if I do. Oh, endlich haben wir diese bescheidene Hose, Dose. Okay, dann bring außerhalb von Squids. Listen up, little man. You talking to me? Most perceptive. Tell me about the waiter you've got working here. Huh? You better back off, friend. Hmm.
Unfortunately, I'm not allowed to contaminate the timeline by rubbing out people not directly related to the investigation. That is to say, insignificant people. Yeah, whatever. Listen up, Buster. That's no ordinary waiter you have working here. Well, maybe I ain't no ordinary bouncer. Well, maybe I ain't no ordinary agent, then. Well, I guess we're all pretty special people, then. Okay, this conversation is getting weird. Just tell your so-called waiter that I have a proposition for him. One he will not be able to refuse. Okay, da habe ich ja noch Glück, dass ich hier gerade wieder raus bin. Die Dose können wir jetzt endlich mal recyceln. Hello. The receipt for one recycled can. Muss ich die ihm geben? Thanks for recycling, mate. Here's your change. Thank you, Lenny. Nein, ernsthaft jetzt. Okay, the coin is in the envelope. I'd say this envelope is ready for posting. Hast du dir denn auch zugemacht? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Okay, dann tun wir den mal hier rein. The letter is in the postbox. Ich hoffe, da war jetzt alles drin. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, was wir damit gemacht haben. Okay, dann nehmen wir das Kaninchen. Springen nochmal in die Zukunft. Und schauen mal, ob das jetzt so einfach geht, dass wir einfach zum Automaten gehen müssen nur. For some reason, it warms my heart to see they're still using cash machines. Wow, cash! Yes. Okay. I'm not sure what I did to earn this bunch of cash, but I do like the fact that they still use physical money in this day and age. Ein mittelgroßer Haufen Moneten. Da war doch irgendwas. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der hat da doch was erzählt. Nee, das war der gar nicht. Ach so, das war hier in der Straße, ne? Brauchte der nicht die Moneten fürs Pfandhaus? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder brauchte Justin das Geld? Er hat es auf jeden Fall rübergetan. Ich hoffe jetzt nicht, dass er das braucht. Ah, one medium-sized bunch of money! Sorry, got a little carried away there. For that, I can offer you one foam finger. Ah, ich nehme ihn. I'll take it. Enjoy. Jetzt verstehe ich das. Es war natürlich jetzt wieder kein gutes Geschäft für unseren Claude, muss ich dazu sagen. Ah, Moment, jetzt müssen wir erstmal wieder, das machen wir auf jeden Fall noch in der heutigen Folge. Die Maus benutzen, zurückreisen. Oh, das ging diesmal schnell. So. Die Frage ist, zieht er diesen Finger jetzt selber? Nee, Moment. Halt, stopp. Wir müssen nämlich ganz am Anfang, ne? Und dann in den Berg. Ja, ich wollte gerade sagen, in der Hoffnung, dass der immer noch ausgenockt ist. Okay, die Frage ist jetzt. One very pointy finger. Ja, ja. Ob der das automatisch macht. Wir versuchen es mal. Maybe I'll be able to reach that thing using the foam hand. Genau, das war mein Gedanke. Wieso hat er die nicht an? Ich finde dieses Bild so geil. Und was hat uns das jetzt gebracht? Oder ist da jetzt der Staub drauf? Boom! The foam finger now has a touch of spice dust on it. What the?
zwei Fliegen mit einer Klappe. It looks like the trajectory of the asteroid has been ever so slightly altered. Yes. And now it looks like it's heading straight for this very mountaintop. Where all the dinos will be gathered to watch the asteroid show. I guess the birds should be able to fly away in time. And the crocodiles won't be able to make it up the mountain in the first place. But as for the rest of us, this spells certain doom. Okay, ich würde sagen... So that's how it happened. Ja, ich würde sagen, dass wir Power-Up Meteor... ich kann es nicht lesen, weil es hinter meinem Icon hier ist. Dass wir schnell hier vom Berg weggehen sollten, das wollte ich sagen. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe, das ist ja mal richtig geil. Schaumstoffhand, ihr habt das Zeug. Was brauchten wir da jetzt noch? Ich weiß es... Ach so, die Katzenhaare, genau. Ich gehe jetzt doch nochmal eben gucken, was wir noch alles machen wollten. Also Katzenfell, das müssen wir auf jeden Fall mit Claude irgendwie holen. Katzenhaarallergie heilen können wir, wenn wir dann das Katzenfell haben. Ach, deswegen hat der doch bestimmt auch... Ich möchte eine Sache mal kurz noch ausprobieren, bevor ich das nämlich vergesse und ich das nicht mal... nicht dran denke in der nächsten Folge. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich muss definitiv... nee, wo laufe ich denn jetzt schon wieder hin? Darum. Ich muss definitiv zu... Hey, Clue. Oh, ist weg, okay. What's up, Mike the Bouncer? This strange-looking guy's been lurking around asking questions about you. Oh? But don't worry, mate. I've got your back should things get ugly. Oh, that's much appreciated, Mike the Bouncer. Okay, zumindest ist er nicht da. Hallo? Come out and face me, Lurker. I'm not afraid. Oops. You will be. You will. Whoa, what the heck was that? Just verifying your identity with my genetic X-ray scan. Pretty cool, huh? Yeah, that was pretty cool. And just as I thought, identity verified. You're the rogue caveman. Nun ja, kann schon sein, vielleicht doch nicht. Well, maybe I am, maybe I ain't. My genetic X-ray scan doesn't lie. It's more than 100% accurate. That's right, we add percentages in the future. Allow me to introduce myself. I am QT40, not pronounced QT. And I happened to witness that little encounter between you and Julia in there not too long ago. Oh. Oh yes indeed. You see, I've been watching you. My expertise in covert operations is, I believe the saying goes, off the hook. Go on. Yes, well, I have just one question about you and Julia, if you don't mind me asking. Mm-hmm. My question is this. Now that I know where Julia is, what's to stop me from walking right back in there and disintegrating her on the spot? And to be perfectly clear, I am authorized to do so. Well. Dein moralisches Empfinden, dein Sinn für Anstand, die Tatsache, dass du vielleicht ein paar ziemlich verwirrende Gefühle für sie entwickelt hast. The fact that you may have developed some rather confusing feelings regarding her? Motion denied. So tell me, are you at all familiar with the term double agent? Double agent? An agent who pretends to act as a spy for one party while in fact acting on behalf of an enemy. Well put, double agent KLO1. What? KLO1? I'll never work for the bad guys. You will, unless you want to be responsible for her demise. Well, I've got to say, these are no gentlemanly tactics, cutie. Don't call me cutie. It's QT40.
And yes, admittedly my tactics are on the ruthless side, but nonetheless, we shall be working together, you and I. In fact, I have a mission for you. But this is hardly the place for a mission briefing. The walls have ears, KL-01. You might not have noticed it, but there's a rather big fella standing behind you. To keep things properly covert and professional, I will plant the details about your briefing in an unspecified rubbish bin. Rubbish bin? Shush, KL-01. The walls have ears. But yes, a rubbish bin. Oh, and don't try to follow me. You see, I am as elusive as the wind. Always watching from afar, always ready to strike from the darkness. To great dramatic effect. Oh, jeez. I don't know about this whole double agent business. This is quite the predicament I'm in. Ja, theoretisch könnten wir ja Vierfachagent werden, ne? Anstatt Doppelagent. Okay, was ich jetzt gerne mal eben probieren würde. I think I'm gonna hang on to it. Ja, ich wollte auch eigentlich. Moment, das ist Salz und so weiter. Kann ich nochmal mit dir reden? Hi, Clute. So, has Justin's cat allergy magically disappeared yet? Not yet, no. So, talk to you later? Will do. Hm. Das heißt, ich kann bei ihr keine Katzenhaare irgendwo abstauben. Und ich nehme mal nicht an, nee, sie hatte uns ja auch nichts gegeben und nichts. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das war nämlich die letzte Sache, die ich noch unbedingt ausprobieren wollte, bis mir dann hier dieser Blechtyp da, Agent schieß mich tot, dazwischen gekommen ist. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, was ich dann in der nächsten Folge noch probieren werde oder wo ich hingehen werde, aber mir fällt da sicher noch was ein, weil wir müssen irgendwie an die Katzenhaare kommen. Also ich vermute, dass sie die vielleicht auch selber besorgen muss, dass sie die irgendwie weitergibt oder wie auch immer. Vielleicht gibt es da vorher noch eine Zwischensequenz oder so, damit man dann eben alle drei spielen kann. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch mit jemandem reden, damit sie dann von hier weggeht und quasi wieder nach Hause geht. Dann ist da noch dieses Rätsel mit der Druckerpatrone. Also ich nehme an, ne, Fuxi, das wird dann hier die eine Farbe dazu sein. Aber dann fehlt uns immer noch die vierte Farbe, selbst wenn wir die irgendwie da reinkriegen sollten. Kann ich die? Hm, but the color is so beautiful. I'm not sure I can part with it. Vielleicht können wir aber auch, obwohl, naja, der wollte ja eigentlich nur tauschen, ne? Vielleicht können wir auch bei dem einen Typen noch sowas holen und dann in der Vergangenheit klein machen. Ich weiß es nicht, müssten wir mal ausprobieren, ob wir das machen können. Aber gut, mir fallen da so ein paar Sachen noch ein, die wir vielleicht mal ausprobieren könnten. Den USB-Stick hatten wir, glaube ich, doch, den hatten wir, glaube ich, benutzt am PC. Ich bin mir nicht sicher. Es wird noch spannend werden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!